Hallo Leute. Ich möchte euch heute mal dieses wunderschöne Stück hier zeigen. Was wir hier haben, ist das Schauf-Velo High Voltage Rennrad aus den 90ern. Und das können wir daran erkennen, dass wir hier die Hebelschaltung haben und hier einen schönen leichten Rahmenbau haben und dass wir hier noch 23 mm Reifen drauf haben und es ist einfach ein sehr gut gebautes und sich wunderbar fahren lassendes Rennrad. Und was ist das Besondere an der Hebelschaltung? Das Besondere an der Hebelschaltung ist, dass ich die hinten die 7 Gänge sehr gut überbrücken kann. Also vom ersten zum siebten Gang kann ich schalten oder vom ersten zum dritten oder vom dritten zum siebten oder wie auch immer. Das geht nur mit der Hebelschaltung. Die modernen Schaltungen können das nicht. Und was ist jetzt daran der Vorteil? Durch das Umlegen des Hebels bin ich sehr schnell, was die Beschleunigung anbetrifft. Und das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich will nicht die ganze Zeit schalten, 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 bis ich überhaupt irgendwann mal auf Geschwindigkeit bin, sondern ich will schnell auf Geschwindigkeit sein und deswegen benutze ich die Hebelschaltung. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit diesem Rennrad zu fahren. Es fühlt sich gut an, viel besser als wenn ich mit einem Mountainbike oder mit einem Sportcross oder mit einem Trekkingrad fahre, weil einfach das Fahrgefühl richtig genial ist. Und es ist anstrengend, aber gleichzeitig auch wunderschön. Und das macht es aus. Ja, dieses Rad habe ich schon etwas länger und es ist einfach ein Vergnügen, mit dem Rad zu fahren und sich daran auszupowern. Und ja, es fühlt sich einfach gut an und die Leute, die kein Rennrad haben. Holt euch ein Rennrad. Ich sag's euch. Holt euch ein Rennrad und es ist spitzenmäßig. Ja, wie gefällt euch denn das Rennrad? Schreibt es doch unten in die Kommentare rein, wie euch das Rennrad gefällt. Und wenn es euch gut gefällt, dann sagt es mir. Dann mache ich noch eine weitere Folge mit dem Rennrad. Und ja, dann mal schauen, was da passiert. Und jetzt meine Durchsage oder Ansage an die Leute, die mich noch nicht abonniert haben. Bitte nutzt jetzt die Chance und abonniert diesen Kanal und schaut euch meine Videos an und lasst einen Kommentar da und gebt mir einen Like. Ja, dieses Rennrad ist ein wirklich schönes Youngtimer-Rennrad, beziehungsweise schon fast in dieser Zeit Oldtimer, weil es ist schon, glaube ich, über 20 Jahre alt, 20, 30, ja, kann man sagen, ist ein Youngtimer, aber es fährt sich spitzenmäßig. Schaut euch dieses wunderschöne Wetter da oben an. Ist das nicht herrlich? Und das hat mich auch inspiriert für dieses Video, es einfach mal zu tun, um euch mal mein Rennrad zu zeigen. Das war's also mit diesem Video. Und jetzt nochmal die Aufforderung: Bitte abonniert den Kanal, schaut euch meine Videos an, lasst einen Like da, schreibt einen Kommentar, ob euch das Fahrrad und wenn es euch gefallen hat, dann mache ich eine weitere Folge mit dem Rennrad. Und somit schließe ich jetzt das Video ab. Macht es gut, ciao.